Hallo Freunde, jetzt gestalten wir gemeinsam einen Burgturm in Inkscape. Den färbe ich jetzt mal in Rot. Und bei den Rittern war das ja oft so, dass die Terrasse größer war als die Grundfläche des Turmes. Ich entferne schon mal die Muster der Kontur und zentriere beides vertikal. Und jetzt klone ich hier den Schutz, welchen die Ritter vor verfeindeten Pfeilen hatten. Hierzu gehe ich auf dieses Symbol wieder. Und jetzt habe ich ihn dreimal geklont. Jetzt muss ich die noch auf eine Ebene bringen. Und der Abstand sollte gleich groß zueinander sein. Dazu klicke ich hier auf Mittelpunkte gleichmäßig horizontal verteilen. Das gruppiere ich jetzt schon mal. Dann füge ich hier noch ein Fenster hinzu. In Gelb mit einem schwarzen Rand. Muster der Kontur 2 mm. Und ich füge hier ein Kreuz ein. Wenn ich Steuerung gedrückt halte, wird der Strich entweder genau horizontal oder genau vertikal. Diese Konturen mache ich auch auf 2 mm. Kann den Turm zum Beispiel höher machen. Jetzt gruppiere ich die Teile des Fensters. Mache es etwas kleiner. Und habe hier ein paar mittelalterliche Fenster hinzugefügt. Jetzt muss ich das Video aber auch beenden, weil meine Lüftung zu laut wird. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich freue mich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst doch gerne ein Abo da. Und wer noch mehr über Inkscape lernen will, erster Link ist in der Beschreibung.